Liebe Mitglieder, liebe Freundinnen und Freunde des FIF, liebe Gäste, ich begrüße euch, Sie, ganz herzlich zur FIFCon 16, also zur jetzt bereits 32. Konferenz des Forum Informatikerinnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung, die jetzt innerhalb von kurzer Zeit bereits zum zweiten Mal hier im Matterbau in Berlin stattfindet. Herzlich willkommen. Worum soll es heute gehen oder heute und in den nächsten Tagen? Invisible Systems ist das Tagungsmotto, versteckte IT ist nicht diskutierbar. Und die Grundthese lautet, in der digitalen Gesellschaft untergraben unsichtbare Systeme die politische Mitbestimmung. Ich glaube, viele dieser Beispiele, die das belegen, kennen wir alle. Wir haben gerade eine Diskussion gehabt auf der politischen Ebene über die Verwendung von Social Bots, also kleinen Programmen, die Meinungen beeinflussen wollen, über Twitter, über Facebook, über soziale Netze insgesamt. Alle Parteien haben natürlich sofort gesagt, nee, nutzen wir nicht. Nur eine Partei hat angekündigt, sie zu nutzen. Wir sind ja überparteilich, ich nenne sie jetzt hier nicht. Eine Partei hat es angekündigt und jetzt ist natürlich die Frage, ist die Partei besonders frech oder ist sie nur besonders ehrlich? Ich vermute Ersteres bei dieser Partei. Aber man weiß es nicht. Facebook hat vor längerer Zeit bereits ein Experiment gemacht, in dem positive und negative Nachrichten gezielt eingesetzt wurden, um zu sehen, wie reagieren dann die Empfänger dieser Nachrichten, ändert sich dadurch auch ihr Postingverhalten. Ohne dass diese Personen darauf aufmerksam gemacht worden wären. Also man hat tatsächlich hier mit Menschen experimentiert, ohne ihr Einverständnis einzuholen. Und man hat eben auch ausprobiert, inwiefern kann ich Meinungen beeinflussen. Und damit kann ich, wenn ich das kann, kann ich im Prinzip alles beeinflussen, eben auch politische Prozesse. Und ich glaube, in den USA, wenn man sich das genauer anschaut, was bei den Wahlen gerade passiert ist, wird man einiges finden, was in die gleiche Richtung geht. Wir haben aber neben dieser Lenkung der persönlichen Meinung haben wir aber noch viel mehr Themen, die im Prinzip eine unsichtbare IT belegen. Wir reden jetzt seit inzwischen über 3 Jahren intensiv über das Thema Überwachung, Totalausspähung, seit Edward Snowden im Juni 2013 das öffentlich gemacht hat. Diese Ausspähung gibt es ja aber schon viel länger. Auch dazu gibt es Publikationen, die belegen, dass die Ausspähung nicht erst da angefangen hat, auch nicht erst mit Echelon angefangen hat, 2001, sondern viel früher angefangen hat, bereits nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland, in beiden Teilen Deutschlands, durch BND bzw. ihre Vorgängerorganisation, die bekannte Organisation Gehlen, aus der der BND dann entstanden ist. Auch hier haben wir es damit zu tun, mit einer versteckten IT-Nutzung. Wir sehen diese Überwachung nicht. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund dafür, dass wir dass eigentlich in der breiten Öffentlichkeit gar nicht so viel darüber diskutiert würde. Also eigentlich müsste man ja annehmen, diese umfassende Ausspähung hätte zu einer großen Empörung führen müssen. Aber diese Empörung kann ich zumindest nicht erkennen, zumindest nicht in dem Ausmaß, wie es der Sache gerecht geworden wäre. Auch hier der Grund: Diese Ausspähung passiert im Verborgenen. Wir erleben sie nicht tatsächlich mit, sie bleibt abstrakt. Und auch Cyberwar, wir haben hier diese Cyberpeace-Tauben, also eine der großen Kampagnen des FIF. Auch der nächste Krieg wird wahrscheinlich unsichtbar sein, weitgehend, bis er dann eben tatsächlich mal Auswirkungen hat, bis diese Software, die zunächst im Verborgenen wirkt, dann irgendwann mal sich Bahn bricht und dann tatsächlich auch physische Schäden in der realen Welt verursacht. Aber auch da werden wir eine lange Phase am Anfang haben, wo im Grunde versteckte Informationstechnik, die man zunächst gar nicht sehen kann, Konsequenzen dann auslöst. Eigentlich müsste man denken,
bei IT-Systemen, die so stark in unser tägliches Leben eingreifen und die dazu aber von ihrer Abstraktheit her auch noch so schwer erkennbar ist, irgendjemand müsste sich eigentlich ja damit beschäftigen. Und man würde normalerweise doch erwarten, dass zumindest Universitäten das täten, dass eine entsprechende Studiengänge angeboten würden, dass es entsprechende Forschung gibt. Was wir aber feststellen ist, dass genau diese Forschung, diese Studiengänge immer weiter zurückgedrängt werden, dass Lehrstühle, die es vor einigen Jahren noch gab, die sich mit diesen Themen beschäftigt haben, heute nicht mehr existieren oder sich heute mit anderen Themen beschäftigen. Ich glaube, hier in Berlin würden einem auch einige Beispiele einfallen, wo das passiert ist. Wir werden das jetzt tun. Wir wollen jetzt in 3 Tagen in einer ganzen Reihe von Vorträgen auf der anderen Seite und auch einigen Workshops uns intensiv mit solchen Fragen auseinandersetzen. Und damit käme ich schon zu dem Punkt, wo ich einigen Leuten sehr herzlich im Namen des FIF und im Namen des FIFs-Vorstands zu danken habe. Ich glaube, als allererstes möchte ich den Organisatoren danken. Ich bin überzeugt davon, dass es eine fantastische Tagung wird. Vielen Dank. Dann danke ich unseren Partnern bei dieser Tagung. Das ist einmal das ZTG, das Zentrum für Technik und Gesellschaft. Ich danke der Fachgruppe Informatik und Ethik, der Gesellschaft für Informatik. Ich danke dem Chaos Computer Club und dem Video Operational Center für einmal großzügige finanzielle Unterstützung und natürlich auch das ganze Know-how, das der CCC ja bekanntermaßen zur Verfügung stellen kann. Vielen Dank. Ich danke Alexander Lehmann für Video und Artwork, unter anderem für diesen Film hier. Ich danke Dizzy für das Licht und ich danke Jacques Pour für die Musik heute Abend. Das bedingungslose Grundeintanzen, hat man mir gesagt. Und ich danke Disco Dirk, der morgen für die Musik, ums die Musik sich kümmern wird. Euch und Ihnen wünsche ich eine interessante Tagung, viele neue Erkenntnisse und Einsichten.